kann mir vorstellen, dass es nach wie vor ein Kennenlernprozess gewissermaßen auch ist. Wie weit sind Sie denn da schon fortgeschritten? Ja, es gab ja von beiden Seiten wenig Scheu. Insofern hat man sich da schnell gefunden und ich kann nur aktuell sagen, dass die Mannschaft macht mir unglaublich viel Spaß. Ich genieße jeden Tag, jede Sekunde, jede Minute mit der Mannschaft gemeinsam auf dem Platz. Insofern fühle ich mich pudelwohl. Und das, was ich so von der Mannschaft sehe, glaube ich, dass es sich nicht wirklich unwohl fühlt. 4-1, 4-1, was man so am Papier vielleicht erkennen konnte oder auch auf dem Platz. Ist das etwas, das man von Sturm Graz erwarten kann? Legen Sie sich da schon fest? Ja, das ist immer so eine Interpretationssache. Ist es ein 4-1-4-1? Ich bezeichne es als 4-3-3, weil ich doch mit drei wirklich offensiv ausgerichteten Spielern dann auch spielen will. Ob das System ist, das wir dann hauptsächlich anwenden, es könnte ein System sein, aber festlegen tue ich mich natürlich nicht. Sturm Graz hat ja auch im Herbst besonders diese Dreierkette, die eigentlich aus der Not geboren war, ausgezeichnet, die hat wunderbar funktioniert. Ist das auch eine Überlegung oder ist das nicht Ihr System? Ist das nicht Ihre Grundaufstellung? Doch. Also ich habe auch bei meiner letzten Station habe ich das häufiger gespielt. Wir haben auch die Spielertypen dafür. Wie gesagt, die Spielertypen lassen einiges zu an System, an Ausrichtung. Und für mich ist es schön, weil ich glaube, wir können, wenn Bedarf ist, sehr variabel agieren. Ja, insgesamt, wie gehen Sie mit der ganzen Situation um jetzt im Verein? Franco Foda, ja durchaus eine Vereinslegende, hat den Verein verlassen, übergibt als Tabellenerster, was jetzt auch nicht alljährlich der Fall ist bei Sturm Graz. Wie geht man da ran als Neuer, der ja mit der Liga noch nie so direkten Kontakt hatte, auch mit dem Verein? Mit sehr viel Genuss. Also erstens mal sehe ich an sich meinen Job als absolutes Privileg. Ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht. Das ist ein Privileg, dass ich dann in den Genuss komme, eine Mannschaft zu übernehmen, die aktuell an erster Stelle ist, also die Qualität schon nachgewiesen hat, ist ebenso was Besonderes. Insofern bin ich aktuell sehr, sehr, sehr glücklich und genieße es einfach. Und Druck verspüren Sie da gar keinen? Nein. Druck ist das, was dann mit der Meisterschaft kommt. Natürlich hat man Ambitionen und will jedes Spiel gewinnen. Aber das ist, glaube ich, bei jeder Station dasselbe. Also insofern, Druck ist das, was man schließlich selbst zulässt. Und bei mir steht aktuell der Genuss und die Freude, mit der Mannschaft zu arbeiten, im Vordergrund. Wie viel Genuss soll denn das Frühjahr bieten für Sturm Graz? Wo? Viel. Wo soll es denn hingehen, diese Reise? Spielt Ihnen da etwas vor? Ja, ich habe schon meine Vorstellung, aber ich glaube, oberstes Gebot ist wirklich, demütig zu bleiben. Das, was die Vorrunde jetzt gezeigt hat, alles mitnehmen als Selbstbewusstsein. Aber wir müssen den Beweis antreten, dass wir auch in der Rückrunde das Versprechen, was wir in der Vorrunde gegeben haben, halten können. Schlussendlich ist es für uns wichtig, dass wir europäisch uns qualifizieren. Und auch da haben wir die Möglichkeit für beide Wettbewerbe. Und wenn Sie mich fragen, ist natürlich die Champions League was sehr, sehr Schönes. Und das ist mit Sicherheit ein Traum, den wir verfolgen. Ja, die Champions League kennen Sie ja schon, haben Sie schon selbst erleben dürfen als Trainer. Jetzt so insgesamt, nach den ersten paar Wochen, wo würden Sie denn Sturm Graz oder jetzt den österreichischen Fußball einordnen, von Ihren Erfahrungen, auf Ihren Erfahrungen basierend in der Vergangenheit? Ja, ich glaube, dass der österreichische Fußball sich überhaupt nicht zu verstecken braucht. Ich meine, jetzt zeigt ja auch Red Bull, ist in der Europa League Gruppenphase problemlos durchmarschiert, ja, als Gruppenerster. Das ist ein Qualitätsnachweis. Mit Rapid in Austria hat man zwei Mannschaften, die sehr, sehr guten Fußball spielen können. Wir natürlich auch. Gar kein Thema. Insofern glaube ich, dass der österreichische Fußball kein schlechter Fußball ist. Sie brauchen sich vor niemandem zu verstecken. Ja, diese Red Bull-Frage ist ja auch immer so ein Ding in Österreich, über die wird sehr gerne diskutiert. Wie sehen Sie diese Situation? Weil von anderen Vereinen kommt immer wieder, ja, Red Bull hat einfach so viel mehr Ressourcen und das ist ja eh, die spielen ja eh quasi fast außer Konkurrenz. Wie gehen Sie diese Situation an? Ich mit großem Respekt. Ich glaube, Geld haben schon viele versucht in die Hand zu nehmen. Ich muss wirklich sagen, die Stringenz und die Durchdachtheit bei Red Bull muss ich einfach loben und respektieren. Insofern sehe ich Red Bull als sehr, sehr ernsten Konkurrenten. Für mich auch der Favorit um die Meisterschaft. Und das ist doch was Schönes, wenn man so eine Mannschaft in der Liga hat. Da kann man sich reiben, setzt Energien frei und man kann sich vor allem qualitativ beweisen.
von Wien nach zu Graz. Haben Sie die Stadt schon kennengelernt? Waren Sie schon ein bisschen unterwegs in Ihrer neuen Heimat? Nein, noch kein einziges Mal, muss ich gestehen. Bis jetzt hat es wirklich nur gelangt vom Hotel zum Trainingsgelände und wieder zurück. Es war viel zu tun, viel zu organisieren, viel zu planen. Aber ich denke, dass das jetzt in den kommenden Wochen mal passieren wird. Haben Sie sich eigentlich ausgetauscht mit Franco Foda? Hat es da eine saubere Amtsübergabe gegeben? Ja, ich meine, sauber war sie schon aus dem Grund, dass Franco die Mannschaft auf Tabellenplatz 1 übergeben hat. Nein, natürlich habe ich mich ausgetauscht. Ich kenne Franco jetzt auch schon seit geraumer Zeit. Wir haben zusammen die A-Lizenz gemacht und haben uns dann immer wieder mal getroffen und ausgetauscht. Und jetzt, als es dann klar war, dass ich hier sein Nachfolger werde, nutze ich natürlich diese Ressource. Gibt es eine bessere Ressource als ein Trainer wie Franco? Also klar, habe ich das genutzt und werde es auch noch nutzen.